herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und heute möchte ich zwei Sachen machen. Erstmal, und das ist das Allerwichtigste, mich für über 100 Abonnenten bedanken. Ich bin total begeistert, wie schnell und fein mein Kanal gewachsen ist und dass wir hier einen echten Austausch in den Kommentaren haben. Da freue ich mich total drüber. Ja, ich habe vor ziemlich genau einem Jahr angefangen mit meinem Kanal. Also das ist ein paar Tage her, da habe ich ihn eröffnet, vor einem Jahr. Und habe auch die ersten Videos schon vorbereitet. Und ja, mittlerweile habe ich über 70 Videos online, über 100 Abonnenten und ganz viel Austausch. Ich freue mich total, echt mega. Das war eigentlich nur so ein Scherz von einer Freundin. Die sagte, ja, wenn du so viel bastelst, mach doch einfach einen YouTube-Kanal. Also kann man ja mal tun. Und zeig den Leuten mal deine Werke. Dachte ich mir, warum eigentlich nicht? Können ja andere auch. Quatschen, ja, kann ich, bisschen. Basteln kann ich auch, bisschen. Material habe ich auch genug. Ideen habe ich sowieso ohne Ende. Also ab YouTube-Kanal. Und da stehen wir jetzt. Ein Jahr später bei 100 Abonnenten. Mega. Ja, und das ging natürlich nicht ohne euch, klarer Fall. Also herzlichen Dank. Und zur Feier des Tages möchte ich euch mein momentan noch recht nackiges Ideenbuch vorstellen. Das hier ist oder wird George. Ich wollte ihn erst Lasse nennen, Lasse reden. Nein, ich hab mich für George entschieden. George ist mein Butler. Und mein Butler hält alle Ideen für mich fest, die ich irgendwo finde. Und erstmal festhalten will, damit sie mir nicht weglaufen. Weil Ideen kriegen ja auch Beine. Und manchmal sitzt man vor einem Junk Journal und denkt so, oh Gott, was dekoriere ich jetzt noch rein? Wie geht's weiter? Wenn man dann in George schaut, hat er ein paar Ideen parat, die man vor langer Zeit mal aufgeschnappt hat und kurz in George festgehalten. Oder länger. Ich denke auch, dass ich George Stück für Stück ausdekorieren werde. Aber für heute habe ich erstmal zwei Ideen, die ich vor kurzem gefunden habe, mitgebracht, die ich jetzt hier erstmal parken möchte. Und ihr seht, ich habe hier so ein altes Buch über Vögel genommen. Das ist relativ groß. Also es ist kleiner, kleiner als A4, größer als A5. Und ich habe hier irgendwo ein A4-Blatt, also ein vollgeschmiertes. Also wenn ihr das hier so seht, George ist kleiner als A4. Aber nicht viel. Das heißt, hier passt ganz schön viel rein. Und was habe ich bisher gemacht? Also ich habe hier eine Bindung versteckt, habe die Fäden noch raushängen. Guck gerade mal nach dem Bildausschnitt. So, ihr seid noch voll im Bild, das ist sehr schön. Und George hat, wie ihr seht, zwei Signaturen. Und ist relativ schmal noch. Das ist aber das Schöne, man kann einiges reinpacken. Ich habe das Cover noch nicht ausdekoriert. Ich habe außen und innen das Cover noch nicht dekoriert. Ich habe bis jetzt nur die Bindung gemacht und verschiedene Papiere hier eingebaut. Und das auch ziemlich random, also richtig wild durch den Quark habe ich hier Designpapiere genommen. Buchpapiere aus dem Vogelbuchpapiere selbst. Ja, aus dem großen Lexikon Atlanten habe ich zerlegt. Ein altes Kochbuch, das ist eins meiner Lieblingsbücher. Ja, klar, Notenpapiere dürfen auch nicht fehlen. Und als erstes habe ich euch jetzt hier mitgebracht einen so einen Folder, wo man dann verschiedene Taschen draufpacken kann. Also ich mache den mal auf. Den habe ich auch gerade schon in meinem aktuellen Sprüche-Journal verbaut und der war dann natürlich dekoriert. So, das heißt, der wird hier aufgeklebt. Der wird dann hinten auch eine Tasche bilden, hier an der Seite. Dann kann man ihn hier einmal aufklappen, kommt da ein Element hin dort und hier kommen dann drei Elemente hin. Sinnvollerweise setzt man ihn auf eine Seite, sodass die Tasche dann am besten von hier aus erreichbar ist. Ich finde hier diesen geriffelten Rand kann man besser aufkleben. So, erstmal wird George dieses Herzchen hier undekoriert aufnehmen, damit ich irgendwann nochmal ein weiteres Video drehen kann. Wenn mir langweilig ist und ich nicht weiter weiß, denke ich mal, dass ich dann hier mir George schnappe und ein bisschen rumdekoriere. Kennt ihr das, wenn man Sachen irgendwie vergessen hat oder sagt, oh, ich müsste eigentlich. Und wenn man dann nicht hinguckt oder nicht genau dran denkt, so irgendwie dran vorbei denkt oder dran vorbeischaut, dann sieht man plötzlich die Lösung. Und so ähnlich hoffe ich, dass es mir dann mit George geht, dass George mir Lösungen zaubert.
die ich sonst gar nicht gesehen hätte. So, dann machen wir einmal den George hier einweihen, weil das ist jetzt das erste Element, was hier reinkommt mit euch. So, und zum Thema nicht hingucken und dann wird's was. Wenn man sich dann einfach eine andere Beschäftigung sucht und gerade mal dabei ist, hier so ein George durchzublättern, dann kommt man auf die Lösung für das eigentliche Problem. Also so geht es mir jedenfalls öfter. Deswegen dachte ich mir, gute Idee, ein George muss her. Lustigerweise hat George eine doppelte Bedeutung bei uns. So einmal ist es hier der Butler. Gut, James würde auch gehen, aber das ist ja so Dinner for One Style. Nein, ich habe mich für George entschieden. George ist nämlich auch unsere Puppe, mit der wir Pferde einreiten. Wir haben nämlich eine Arbeitshose, eine alte Blaumann, oder eigentlich so ein Blaumann-Latzhosen-Dingens. Und wenn wir dabei sind, junge Pferde einzureiten und die schon ziemlich sicher sind und sich auch natürlich schon ein bisschen an George an sich gewöhnt haben, dann setzen wir George da drauf, binden den ordentlich fest, dass die einfach merken, dass es was ist, was auf dem Rücken und dass das nicht beißt, sie nicht verfolgt und nicht frisst, aber oben bleibt. Dass diese Pferdepuppe sozusagen oder diese Einreitpuppe heißt auch George und hat uns gute Dienste geleistet. Und bis jetzt hat sich jedes Pferd also sehr gelassen und sehr entspannt gezeigt und ist auch ganz lieb damit gelaufen mit dem anderen George. Also George hat für mich einen sehr hilfreichen Charakter. So, damit betrachte ich mein Ideen-Journal George als eingeweiht. Ein zweites kleines Stückchen habe ich hier mit einem Label. Das kann man an die Seiten packen. Ich gucke mal, ich brauche irgendwie eine stabile Seite. Vielleicht nehme ich gleich die hier. So, dann hat man ein Label. Man kann das natürlich auch an die Seite hängen und nach oben rausstehen lassen. Ich habe jetzt einfach ein undekoriertes genommen und einmal drumherum genäht. Und da könnte man wunderbar einen Spruch reinkleben oder vielleicht noch ein bisschen Schrift. So, das heißt, George hat jetzt die ersten beiden Ideen schon im Bauch und wird bestimmt demnächst weiter dekoriert werden. Aber wenn immer ich auch irgendwas ausprobieren will, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, wie es funktioniert und ob es wirklich eine gute Idee ist, werde ich das in George ausprobieren, in seinem Junk Journal. Ihr wisst ja selber, wenn es nicht funktioniert, wird einfach was drüber geklebt. Oder es wird angemalt oder ähnliches. Da funktioniert immer was. Deswegen, George wird dann auch zum Schluss, also wenn das Ideen-Journal voll sein sollte, wenn ich es jemals schaffe, ihn hier mit komplett unterschiedlichen Ideen zu füllen, dann wird das einfach auch mein Journal. Das gebe ich nicht aus der Hand. Ja, das war es erstmal von mir. Abschließend nochmal vielen, vielen herzlichen Dank für eure ganzen Abonnements und für eure Kommentare und überhaupt für die Likes und alles drum und dran, die ganze Liebe, die ich hier kriege. Ich freue mich riesig und ja, bei Facebook bin ich übrigens auch zu finden und bei Insta genauso. Wenn ihr mögt, schaut gerne mal vorbei, lasst uns in Kontakt treten. Ja, wie üblich sage ich, bis demnächst in diesem Kino.